einige Eindrücke von dem Besuch der 10. Eiszeit im Karlshof in Rostock-Rövershagen. Das ist die größte Kaffeekannensammlung Deutschlands. Dort gab es ein interessantes Sammelsurium von Stühlen. In dem Eispavillon waren minus 8 Grad. Ein selbst erstellter Desktop-Hintergrund. Shampoo-Reklame ist hier gleich ausgetrickst. Meine neuen Visitenkarten. Wie man das hier richtig macht, das weiß ich leider noch nicht. Jetzt bin ich aber happy, dass ich das hinbekommen habe. Ach Gela, ich wünsche dir viel Spaß beim Gimpen. Ach, hier ist ja noch ein Knopf, hier könnte ich ja nochmal drauf drücken. Ja, sicherlich würde ich nicht so viel machen, hätte ich Schiss. So ist es. Aber wenn du mit jedem, wenn er nicht mehr geht, dann müsstest du es unbedingt, ja. Aber jetzt, dadurch weiß ich jetzt sehr gut Bescheid. Ja, heute hat es eine andere, weil ich musste schon alles reinschreiben. Ich denke, ich werde nur so wie den Wohnanhänger für einen Euro bei eBay einsetzen. Und mal, Vorsicht, da regt nicht jemand auf den Schoß sitzen. Und auch die Tage zuvor, ich weiß nicht, ob weil die ist anders. Die ist über das Knie rübergebaut, weil die anderen waren sich hier offen ab. Und die machen das nicht so. Ich habe extra eins jetzt runtergeladen von YouTube. Doch, den können wir. Na, aber Bulli Bula muss man kennen. Bulli Bula? Und wie hieß der? Und Trude Herr, oder? Trude Herr, ja. Trude Herr und die Zyfries, ja. Ja, ich habe Karl Dall kennengelernt. Ach, so, auf dem Flughafen, ja. Das Feuer war ja recht schön. Aber leider hatte die Wohnung danach einen leichten Rußschleier. Hier an der Leipziger Universitätsklinik arbeitet Antje seit August letzten Jahres.
Wenn ich nicht die angeborene Sehschwäche hätte, könnte ich das bestimmt noch viel, viel besser. Hier sieht man die Krustenflechte auf der Lerche, die Gelbflechte und am Boden im Wald sieht man oft die Trompetenflechte. Die Krustenflechte macht sich auch auf den Gehwegsteinen im Garten breit. Aus den gesammelten Materialien habe ich dann eine Deko für den Hauseingang gemacht. Am 5. und 6. März konnte man schon kurzärmlich im Garten arbeiten und da habe ich diesen kleinen Krokus entdeckt. Die Winterbilder habe ich mal mit Gimp bearbeitet. Einmal als Nachtbild und hier scheint der Mond. Und auf dem nächsten Bild ist eine künstliche Sonne gemacht. So sah es am 23. März aus. Und die Tage davor war immer ganz starker Frost bis minus 13 Grad. Und ich habe schon meine Rosen enthäufelt. Nun können die Gäste kommen. Ich habe hier ein schönes Sammelsurium von Stühlen und Geschirr. Schneewall. Das wird wieder ein Pfingstfeuer oder ein Sonnenwendfeuer, können wir denn machen. 21. Juni. Sonnenwende. Ihr sagt ja gar nicht, ihr beiden. Ich nicht stören. Hast du noch kein Sabbelwasser getrunken, ne? Mich machen mal so 70-Jährige immer so depressiv. Oder habt ihr euch einen Zack? Guck mal, da grinsen sie bald. Habt ihr einen Zack? Zweimal war ich bei Umlaski. Ich habe mir noch eine zweite Chance gegeben. War genauso schlecht. Und ich bin da gar nicht. Ich bin da nie wieder. Ich war wieder nach Berlin. Ja.
Ja, jeder anders, ja, klar. Na super. Also ich bin nicht zufrieden hier werden bei dir, gar nicht. Solarleuchten Baumstamm. Aha. Schön. Die passen gut in meinen Garten. Schön. Naturoptik. Hier mit Solarpanel. In warmen, weißen LED. Immer wieder neue Ideen. Ne? Intrigierter, intrigierter Spiegel. Ach, die brauche ich bloß hinstellen, ja? Ja, nehme ich an. Wir sagten hier vorne, wenn wir den Stürmen rausräumen, vielleicht macht sich da ein Zut. Ja, stimmt. Stimmt. Ja, stimmt. Ja, die wollen sich dann noch. Guck mal, gut, ne? Ja, so lange. Dankeschön. Mann, habe ich für die Schenke. Die Lampe ist unten drin und dann wird das gespiegelt. Ja? Ja, ja. Schön. Ja. Sag ja immer wieder was Neues. Ich habe schon mal gesehen. Bitte. Toll. Mhm. Hast du ein kleines Video gemacht? Mhm. Sägt ihr denn? Ja, 3, 4. Hm. Ja, jetzt sägt das sich. Hm. Meine Güte, könnt ihr nicht mal was sagen? Das nee, jetzt wird dein ganz schön gequadert. Das ist ja Trauerrunde hier. Da muss ich den Ton dann wegmachen. Na, auch so ernst gucken alle. Trink mal die noch hab ich alle. Guck mir eigentlich, dass ich da drauf. Sägt, damit es ein bisschen fröhlicher wird. Meinst du? Oh, hoffe ich. Kommt ja jetzt nicht mehr raus hier. Ich komme ohne Hallo! Hallo! Ja, sehr schön. Ich gehe nochmal zurück. Hm. Naja, ich komme ohne mehr raus. Musste Uli nochmal mit. Wo wollt ihr denn hin? Ja, eben, genau. Natürlich. Ela nochmal. Ja, Geburtstagskind, Happy Birthday to you. Happy Birthday. Und nun der freundliche Nachbar. Ja. Nun knatsch mal nicht so rum. Ja, lächel mal ein bisschen. Singen soll, dann bin ich knatschig. Ist so ein Tag, an dem doch alles stimmt. Ein Tag, an dem alle herrlich freundlich sind. An dem die Sonne wärmend scheint, egal wie's Wetter ist. An dem man seine Sorgen schnell vergisst. Der Kaffee duftet gut wie nie, der Kuchen ein Gedicht. Im feinsten Porzellan spiegelt sich das Kerzenlicht. Im Radio spielen sie heute nur deine Lieblingsmelodie. Die Welt hat dir nen Orden verliehen. Hey, 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 du hast Geburtstag, heute ist dein Fest. Heute blühen die Blumen nur für dich. Und selbst die frechen Spatzen dort oben auf dem Dach, die pfeifen heute so feierlich. 70 Jahre sind vergangen, seit dein Leben angefangen. Niemals rasten, niemals ruhen, du bist immer da, um Gutes zu tun. Heute danken wir dafür und wir gratulieren dir. Wir wünschen Liebe, Freude, Sonnenschein. Dein Leben möge glücklich sein. Alles Liebe zum 70. Belagert dein Gesicht und fällt in deinen Schoß. Und immer, wenn heute irgendjemand an dich denkt, so ist das doch das Schönste.